Ja, vielen Dank, lieber Harald. Und jetzt bitte ich den Hannes Hüttinger, Stadtratskollege von der BRP, für sein Grußwort. Vielen Dank, liebe Friedensfreunde, zurück von der Bundes- und Weltpolitik zu den Niederungen der Kommunalpolitik. Der Boris hat es vorhin schon gesagt, am 26. Mai 2009 forderte der Ansbacher Stadtrat mit einem einstimmigen Beschluss, einstimmig, sowas gibt es im Stadtrat sehr selten, meistens nur, wenn ein Feuerwehrkommandant bestätigt werden muss. Aber bei so einer politischen Sache war es eigentlich eine Sensation. Einstimmiger Beschluss für ein generelles Überflugverbot bebauter Gebiete und ein absolutes Wochenendflugverbot sowie keine Flüge zwischen 22 und 6 Uhr. Das fordern hoffentlich alle heute noch. 2009 durfte ich hier als Vertreter der Stadt Ansbach eine kurze Rede halten und damit die Verbundenheit mit der Friedensbewegung ausdrücken. Die Stadt Ansbach als Teil der Friedensbewegung gibt es so nicht mehr. Heute will sich kein Bürgermeister oder weiterer Stellvertreter der OB, will sich kein Vertreter der Stadt mit der Friedensbewegung solidarisch zeigen. Umso mehr freut es mich, dass doch einige Stadträte von der SPD, von den Grünen, von den Linken und von der BAP hier beim Friedensmarsch heute dabei sind. Vielen Dank für die Kollegen. Nachdem ich nicht mehr für die Stadt sprechen kann, kann ich heute für die Bürgerinitiative Ansbacher Parteilos ein Grußwort halten. Als Friedenspolitiker, als Friedensinitiative dürfen wir nicht schweigen. Immer mehr Menschen und Politiker lassen sich in aller Welt vom Ungeist des Nationalsozialismus blenden, predigen Rassismus und schüren Hass. Sie legen damit den Nährboden für den Krieg. Wir als Kommunalpolitiker sind aufgerufen, im Geist der Verständigung, des Friedens und der Toleranz zu wirken. Der moderne Mensch zerstört seine Umwelt und rottet Tiere und Pflanzen aus, eben seine eigenen Lebensgrundlagen. Er stellt immer mehr Milliarden für Kriegswaffen zur Verfügung, damit sich die Menschen gegenseitig vernichten können. Hierzu dürfen wir nicht schweigen. Wir brauchen Menschen, wie die heute da sind, die sich grundsätzlich gegen die Produktion und den Export von Rüstungsgütern stark machen. Wer Waffen liefert, spielt mit dem Feuer und macht Kriege erst möglich. Wir brauchen weltweite Abrüstungsgespräche mit dem Ziel von möglichst vielen waffenfreien Zonen. Wir brauchen Friedensgespräche mit dem Ziel der gegenseitigen Achtung und klaren Antworten auf die weltweiten Bedrohungen. Wenn in Ansbach stationierte Soldaten und Hubschrauber Manöver durchführen und uns mit ihrem Lärm belästigen, macht dies die Welt nicht sicherer, sondern es macht uns Angst und krank. Unser Ziel bleibt weiterhin ein friedliches Ansbach ohne Militär, eine Welt ohne Kriegswaffen. Und hierfür stehen wir und hierfür gehen wir auf die Straße. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Hannes. Ich darf euch auch die Schätzung der Veranstalter der Teilnehmerzahl hier am Martin-Luther-Platz durchgeben. Wir sind über 500 Menschen, die heute ein klares Signal für Abrüstung setzen. Ich darf nun als letzten Redner dieser Auftaktkundgebung ankündigen, weil ja nicht nur die Stadt Ansbach betroffen ist, sondern auch der Landkreis Ansbach, den Pfarrer Hans Löhr aus Sommersdorf. Für Gregor Gysi war schon mal hier. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Ich will es sehr kurz machen, weil die Vorredner praktisch das meiste schon gesagt und vorweggenommen haben. Und deshalb will ich hauptsächlich ein Zitat vorlesen von David Remnick. Das ist der Chefredakteur des Magazins der New Yorker, ein renommiertes Magazin, der nach dem jüngsten Angriff der US-Armee auf Syrien schreibt:
Donald Trump hat keine klare Strategie, keinen klaren analytischen Rahmen. Er hat Ego, er hat Impulse. Das ist kein normaler Führer, noch weniger ein wünschenswerter. Das alles ist ungeheuer gefährlich, aber es ist nicht leicht, das zuzugeben. In dieser Situation erinnern wir Bundeskanzlerin Merkel an ihren Amtseid, nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Wir wollen nicht in die Kriege der Amerikaner hineingezogen werden. Wir erinnern an das Versprechen, das Deutschland 1945 gegeben hat, dass von unserem Land aus kein Krieg mehr sein soll. Auch nicht an der Seite der Amerikaner, auch nicht von Illesheim aus, auch nicht von Ansbach-Katterbach aus. Und das letzte Zitat, das ich jetzt bringe, der amerikanische Verteidigungsminister Robert McNamara, der während des Vietnamkriegs die Befehlsgewalt hatte, hat anschließend Folgendes geschrieben. Wir haben Fehler gemacht, schreckliche Fehler. Wir sind es künftigen Generationen schuldig zu erklären, warum das so war. Aber warum, so frage ich, kommen solche Eingeständnisse und Einsichten immer erst hinterher? Wir wollen jedenfalls nicht länger, dass solche Fehler eingestanden werden, sondern dass sie von vornherein vermieden werden. Und nach all den Forderungen, die hier schon laut geworden sind, sage ich zum Schluss, wir wollen endlich ein souveränes Deutschland sein, das sich als guter Nachbar erweist, auch gegenüber den Staaten in Europa und darüber hinaus. Und wir wollen nicht länger als Büttel einer fremden Militärmacht erniedrigt werden. Vergessen wir nicht, liebe Freunde, das Leben ist schön. Es kann sehr schön sein. In diesem Sinn lohnt es sich, auf die Straße zu gehen. In diesem Sinn wünsche ich allen frohe Ostern. So, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt geht's los zum Ostermarsch. Wir laufen über die Würzburger Straße, Kastanendamm, Residenzstraße und über den Schlossplatz wieder zurück. An der Spitze wie immer unsere Samba-Gruppe, die Batuqueros. Es wäre schön, wenn ihr noch mitlauft und dann bis später zur Abschlusskundgebung. Thank you.
grüezi, hi. Ist gut. Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Gute Frisur hast du so. Ja, gell, weil irgendwas anderes. Aber hallo, wenn gehäkelt. Nee. Das kommt sein, ja. Hinter uns ist nimmer, ne?